Ranaktin. Blasenentzündung ohne Antibiotika überstehen. Verhindert Ansiedlung von Bakterien. Besonders in der kalten Jahreszeit leiden vor allem Frauen an den unangenehmen Beschwerden von Blasenentzündungen, Zystitis. Eindeutige Zeichen sind vermehrter Harndrang und schmerzhaftes Brennen beim Wasserlassen. Teilweise findet sich auch Blut im Urin. Einmal an einer Zystitis erkrankt, kann das Geschehen schnell chronisch und somit zu einer dauernden Belastung werden. Der Auslöser für die Infektion der Harnwege ist in 80-90% der Fälle das Bakterium Escherichia coli, E. coli. Die angebotene Therapie der meisten Ärzte zur Behandlung dieser Erkrankung ist Antibiotikum. Dies kann sich auf Dauer und bei immer wiederkehrenden Infektionen als sehr problematisch erweisen, denn die E. coli-Bakterien werden in zunehmendem Maße resistent gegen Antibiotika. Eine Untersuchung der Paul-Ehrlich-Gesellschaft hat bereits im Jahr 2004 diese Resistenzen bei der Hälfte der E. coli-Bakterien nachgewiesen. Für die Behandlung einer Blasenentzündung, Zystitis, gibt es eine natürliche Alternative, die amerikanische Kranbeere. Die Kranbeere, verwandt mit unserer Heidelbeere, wirkt vor allem bei chronischen, immer wiederkehrenden Blasenentzündungen. In den USA haben Cranberries bereits einen legendären Ruf wegen ihrer antibakteriellen Wirkung, die sich durch eine ganz spezielle Eigenschaft entfaltet, den Antihafteffekt. Denn krankmachende Bakterien hängen sich mit Hilfe von Haken oder Fäden an die Blasenschleimhaut und vermehren sich dort wie in einem Brutkasten. Die Kranbeere aber enthält Stoffe, die verhindern, dass Bakterien wie E. coli an den Wänden von Blase und Harnröhre haften. Die Bakterien werden dann mit dem Urin ausgeschieden. Rechtzeitig angewandt, möglichst vorbeugend, wird dadurch nicht nur die Blasenentzündung, sondern auch der Einsatz von Antibiotika vermieden. Diese Eigenschaft haben nur Stoffe aus Kranbeeren und in abgeschwächter Form den artverwandten Blaubeeren. Am besten ist es, Kranbeerenextrakt vorbeugend einzunehmen. Hier genügen 2 Kapseln täglich. Aber auch bei akuter Blasenentzündung sind sie effektiv wirksam. Im akuten Fall sollten 4 bis 8 Kapseln über den Tag verteilt bis zum endgültigen Abklingen der Beschwerden eingenommen werden.